Die Schauspielerlegende Sean Connery dürfte den meisten Personen wohl bekannt sein. Rollen in Filmen wie Indiana Jones, Highlander oder natürlich auch James Bond machten den 1930 in Edinburgh geborenen Schauspieler weltbekannt. Eher unbekannt ist die Tatsache, dass Connery selbst einmal auf der Bodybuilding-Bühne stand und scheinbar sogar eine Top-Platzierung bei Mr. Universum belegen konnte. Hier gehen die Informationen der Quellen auseinander. Auf seiner offiziellen Website wird vermerkt, dass Connery 1950 den dritten Platz beim Mr. Universum belegt haben soll. Mehrere Quellen meinen allerdings, es sei der Mr. Universum 1953 gewesen. Für den Wettkampf qualifiziert haben soll sich der Schauspieler in beiden Varianten durch den Sieg der schottischen Bodybuilding-Meisterschaft, was schon realistischer klingt. Fakt ist, dass Connery wohl tatsächlich in einem dieser zwei Jahre auf der Mr. Universum Bühne stand. Allerdings ist anzumerken, dass dies zu fast 100% wohl der Amateur Mr. Universum war und nicht der Profi Mr. Universum. Obwohl zur damaligen Zeit der Mr. Universum Wettbewerb im Bodybuilding erst am Entstehen war, hätte Connery damals mit diesem Körper keine Chance als professioneller Bodybuilder gehabt. Er sah zwar super athletisch aus, aber ihm fehlte schlichtweg die Masse, um im Profibereich mithalten zu können. Sehen wir uns an dieser Stelle kurz die Mr. Universum Gewinner von 1950 und 1953 an. Beide Wettkämpfe wurden von der NABBA ausgerichtet und beide Sieger im Profibereich sind Top-Athleten gewesen. 1950 gewann Steve Reeves und 1953 Bill Pearl. Beide gelten heute als echte Bodybuilding-Legenden. Was Connery aber durch den Wettkampf durchaus half, war, dass er seine Bekanntheit ein bisschen steigern konnte. Connerys Bodybuilding-Erfolge führten zu seinem ersten Schauspielengagement im Chor einer Inszenierung des Musicals South Pacific. Ab 1954 erhielt er kleinere Rollen in Film-, Theater- und TV-Produktionen. Von da an ging seine Karriere, wie die meisten wohl wissen, steil bergauf.